Dass diese drei ukrainischen Familien heute hier gemeinsam an diesem Tisch in einer Wohnung in Bayreuth sitzen können, ist für sie alle ein Geschenk. Sie alle stammen aus Rivne, etwa 340 Kilometer westlich von Kiew. Als die ersten Schüsse fallen, retten sie sich zunächst in den Keller. Doch schnell steht fest, sie wagen die Flucht Richtung polnische Grenze. Die Kriegshandlungen waren ungefähr 150 Kilometer von uns entfernt. Wir waren in zunehmender Bedrohung, weil die Einschläge immer näher kamen. Die Infrastruktur war bereits teilweise zerstört. Auch schlug bereits eine Bombe in die Schule ein. Wir wurden oft von Luftalarm geweckt und mussten uns in den Bombenschutzbunker begeben. Zuerst gab es gar keinen. Wir mussten welche einrichten. Dann mussten wir schauen, dass wir Wasser und Lebensmittel runterbringen, damit unsere Familie eine Zuflucht finden. Wir haben schnell festgestellt, dass das eine unheimliche psychische Belastung war für die Familie. Und dann ist die Entscheidung gefallen, Sicherheit zu suchen und zu flüchten. Beide Männer wurden vom Kriegsdienst ausgemustert. Roman selbst wegen seiner Nationalität. Er stammt aus Weißrussland, lebt seit 2012 in der Ukraine. Sergej aufgrund einer Behinderung. Ich habe mich am Anfang beim Militär gemeldet, aber ich wurde aufgrund einer Behinderung ausgemustert. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, nach Deutschland zu fahren, beziehungsweise über die Grenze zu fahren. In erster Linie habe ich meine Familie mitgenommen. Ich habe einen Transporter ohne Fenster. Die Situation an der Grenze war sehr schrecklich. Da waren viele Frauen und Kinder unterwegs. Ich habe den Bus vollgemacht und habe einige über die Grenze gefahren. In Polen habe ich meine Frau abgesetzt, habe dort meinen Transporter mit Kraftstoff und sämtlichen Hilfsgütern vollgeladen und habe alles in die Ukraine mitgenommen. Es dort an Stützpunkten abgegeben und auf dem Rückweg wieder Frauen und Kinder über die Grenze nach Polen gefahren. Das habe ich mehrmals den ganzen Tag gemacht. Sergej nimmt pro Tour ungefähr 30 bis 35 Menschen in seinem Transporter mit. Es sind viele Kinder, auch Kinderwagen und Säuglinge dabei. Wie oft er an diesem Tag hin und her fährt, weiß er nicht mehr, aber er macht es den ganzen Tag. Wir waren erst einmal in Sicherheit. Das Warten war nicht vorrangig. Aber ich war froh, dass mein Mann noch anderen helfen konnte. Die Verbindung nach Bayreuth entsteht über Alexander Schmidt. Er selbst wurde in Kirgisistan geboren, lebt seit 1991 in Kulmbach. Als selbstständiger Kfz-Sachverständiger hat er beruflich wie inzwischen auch privat viele Kontakte in die Ukraine. Ein Freund bittet ihn kurz nach Kriegsausbruch um Hilfe. Ein Freund von mir, der ist öfters unterwegs in der Ukraine und hat mich angeschrieben, hätte ich nicht jemanden, eine Gruppe von 15 Personen, es ist schier unmöglich, ne, unterzubringen. Und da war es mir klar, dass ich mit meinen Kontakten nicht weiterkomme. Deshalb fragt Alexander Schmidt bei Parteifreund und Bezirkstagspräsident Henry Schramm an. Innerhalb kürzester Zeit wird die Wohnung für die Flüchtlingsfamilien hergerichtet. Ich habe dann die Ankunft dieser Menschen erlebt, auch vor allem der Kinder. Da kann man schon von einer gewissen Traumatisierung sprechen. Die waren tagelang im Auto unterwegs und dann kommen sie hierher, warme Wohnungen. Sie brauchen nicht Angst haben, es ist kein Flugzeuglärm über ihren Köpfen und so weiter. Und ich hoffe, dass wir zumindest für eine Übergangszeit, weil dieser Krieg muss irgendwann wieder aufhören, dass wir ihnen da eine Zuflucht bieten können. Wie dankbar und froh die drei ukrainischen Familien über die Herberge sind, zeigt uns Roman gleich, wenn er uns in das Zimmer von sich und seiner Familie führt.